dieser Kirche eine Orgel mit 42 Registern zu haben und prinzipal 16 Fuß im Pedal und im Hauptwerk, das ist natürlich eine Exklusivität sondergleich. Aber die Größe ist es vielleicht nicht nur, sondern es ist die unglaubliche Variabilität der verschiedenen Klänge, die mit dieser Orgel möglich ist. Der große Reichtum an Klangfarben, mit denen man umgehen kann. Und man kann eben mit dieser Orgel, da sie durch Berend Hus konzipiert wurde, der eher rückwärtsgewandt gearbeitet hat, hervorragend die Musik der Renaissance spielen, weil die ganzen Zungenregister und Flöten, die da drin sind, sind von da viel mehr beeinflusst. Bei einem Stadtbrand wurde die im 15. Jahrhundert gebaute Orgel vernichtet, sodass Ende des 17. Jahrhunderts namhafte Meister ein neues Instrument konzipierten, dessen Zungenregister original erhalten sind. Ab Schnitker kam mit jungen Jahren hierher und hatte die Chance, eine so große norddeutsche barocke Orgel als Geselle mitzubauen. Er hatte zwar auch viel Verantwortung beim Bau dieser Orgel, aber konzipiert und geplant war die Orgel von seinem Meister Berend Hus. Der stand ganz in der großen norddeutschen Orgelbautradition, war aber auch vom westfälischen Orgelbau beeinflusst. In Westfalen hat man sehr viel die sogenannte Springlade gebaut, die auch Berend Hus Zeit seines Lebens konzipiert hat. Und dies ist die letzte Orgel, die mit einer Springlade gebaut worden ist, hier in Norddeutschland. Hier ist jetzt diese Schublade aus der Springlade und wenn ein Register gezogen wird, wird dieser Stecher heruntergedrückt und damit öffnet sich darunter das Ventil und der Wind kann in die entsprechende Pfeife hinein, wenn ich dann auch die Taste drücke und das Spielventil aufgeht. So hat eben jede Pfeife zwei Ventile nötig, eins zum Spielen und eins fürs Register. Das ist die Besonderheit der Springlade und es muss sehr korrekt gearbeitet sein, mit sehr gutem Material. Und das ist das Besondere in dieser Orgel. Es bleibt Fachleuten vorbehalten, die Handschrift eines Orgelbaumeisters en Detail zu deuten, denn auf den ersten Blick gibt sie sich kaum zu erkennen. Also rein äußerlich eigentlich nicht so ganz viel, denn so wie diese Orgel vom Äußerlichen aussieht, haben das schon Generationen vor Schnitker entwickelt. Man hat eine ganz allgemeine Formensprache in Norddeutschland entwickelt, die über sehr lange Zeit beibehalten worden ist. Ab Schnitger hat das Ganze, was er in Norddeutschland vorgefunden hat, nur perfektioniert und weiterentwickelt und auf einen ganz hohen Standard geführt. Er hat sowohl gutes Material verwendet, er hat das Material auf beste Art und Weise verbaut. Er war ein guter Geschäftsmann, er konnte gut mit den Menschen umgehen und das war sicherlich auch ein großer Teil seines Erfolgs. Doch die wahre Pracht einer Orgel entfaltet sich erst, spielt sie ein begeisterter Instrumentalist. Ich komme aus einer Familie, wo immer Musik gemacht wurde, auch Musik in der Kirche und ich hatte von Kleinkind an ein großes Faible für die Orgel und es war immer mein Wunsch und mein Ziel und habe dann auch nach anfänglichem Klavierunterricht mit 12 Jahren angefangen, Orgel zu spielen und hatte dann immer Möglichkeiten, mich auch gut ausbilden zu lassen. Ja, in der Orgel gibt es eine Registergruppe, eine Familie, die der Organist auch selbst stimmen muss. Das sind die Zungenregister. An die anderen sollte er tunlichst nicht drangehen. Und diese Orgel hier hat zum Beispiel 10 Zungenregister. Wenn man die sorgsam durchstimmt, alle hintereinander und hat Hilfe am Spieltisch, dann benötigt das eine Stunde. Christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung da oben stehen. Und so ist es ja schon, dass die Menschen heute gar nicht mehr wissen, was sind die Symbole dieser 3 Tugenden. So sieht man da oben den Glaube mit dem Kreuz stehen, Liebe, die Liebe mit einem Kind auf dem Arm und die Hoffnung mit einem Anker. Und
Und für mich war es sehr früh klar, ich möchte Kirchenmusik studieren, um eben in dem Auftrag, den unsere evangelische Kirche hat, mit zu verkündigen, musikalisch mitzuwirken.